Dieses Video ist extrem wertvoll für dich, wenn du beabsichtigst, bei der Polizei Bayern in die dritte Qualifikationsebene zu kommen und wenn du dein Assessment Center bevorstehen hast. Denn dann möchte ich dir in diesem Video ein paar wertvolle Einblicke geben, was da auf dich zukommt. Und vor allem, wenn du den Direkteinstieg haben möchtest, solltest du es bis zum Ende schauen, denn ich habe noch eine spannende Ankündigung bzw. Überraschung für dich, die sich für dich lohnen wird. Bei der Polizei Bayern, um genau zu sein, beim Assessment Center erwarten dich vier verschiedene Punkte, die auf dich zukommen. Das eine ist die ärztliche Prüfung, es kommt ein Sporttest dran, aber auch eine Gruppendiskussion und ein sogenanntes multimodales Interview. Der Name multimodales Interview ist vielleicht nicht ganz selbsterklärend, wenn man es aber mal wirklich in die einzelnen Bruchstücke aufgliedert, dann macht es schon Sinn. Multimodales, also mehrere Module und ein Interview, wo dir Fragen gestellt werden, ist nichts anderes als ein Interview mit verschiedenen festgelegten Reihenfolgen. Und an diesem Testtag wirst du, wie gesagt, einen ärztlichen Test und einen Sporttest haben. Die sind nicht für die Punkte relevant, aber wo du richtig viele Punkte machen kannst, das ist die Gruppendiskussion und auch das multimodale Interview. Und da möchte ich dir jetzt ein paar kleine Tipps dazu geben. Bei der Gruppendiskussion ist es deine Aufgabe, dich mit anderen Bewerbern über ein bestimmtes Thema auszutauschen. Und hier möchte dein zukünftiger Dienstherr sehen, wie gut kannst du deine Meinung vertreten, wie gut kannst du überzeugen und auch wie kooperationsfähig bist du, wie gut kannst du zuhören. Da werden sie ganz genau auf deine Finger schauen und hier solltest du natürlich möglichst gut abschneiden. Der andere Punkt ist das multimodale Interview und hier gibt es enorm viele Punkte zu holen und hier solltest du dich extrem gut drauf vorbereiten, denn hier wird der Unterschied gemacht, ob du einen Wartelistenplatz erhältst oder ob du den Direkteinstieg schaffst. Dementsprechend ist es wichtig, das Ganze schon im Vorfeld zu kennen und hier habe ich dir mal die wichtigsten 8 Punkte eingeblendet. Das sind sozusagen die Module, die auf dich zukommen und die wollen wir jetzt mal nacheinander durchgehen. Der erste Teil ist der Smalltalk. Dieser Smalltalk ist nicht bewertungsrelevant, ist aber natürlich für ein smoothes Gespräch unglaublich wichtig. Und auch hier kannst du schon Pluspunkte sammeln, indem du einfach lächelst, gut reinkommst und die Leute einfach schon merken, okay, der hat eine positive Ausstrahlung. Dann geht es weiter in die Selbstvorstellung. Damit wird sozusagen der eigentliche Teil eröffnet. In der Selbstvorstellung musst du dich selber präsentieren. Es steht dir frei, was du sagst. Und hier gibt es natürlich sehr, sehr viele Punkte, die du anbringen kannst, um hier schon große, große Pluspunkte zu sammeln. Und hier solltest du natürlich das Ganze üben im Vorfeld und auf ein paar Punkte achten, damit du möglichst viele Punkte bei den Prüfern sammelst. Nach der Selbstvorstellung geht es relativ flüssig in die Warum-Phase. Das ist auch die Phase des freien Gespräches und ich nenne das Ganze Warum-Phase, weil hier werden ganz, ganz viele Fragen gestellt. Warum hast du dich beworben? Warum möchtest du zur Polizei? Warum sollten wir sozusagen dich nehmen und nicht jemand anderen? Und das sind dann auch diese typischen Vorstellungsgesprächfragen, die du vielleicht schon mal gehört hast, wo man einfach sagen muss, was unterscheidet dich zu anderen? Und das Ganze wird ganz oft mit Warum gefragt, weshalb ich das Ganze die Warum-Phase nenne. Nach der Warum-Phase geht es in die Organisationswahl über. Und auch ein wichtiger Tipp an der Stelle, es wird nicht angekündigt, dass du jetzt in einer anderen Phase bist. Das geht natürlich sehr flüssig, fühlt sich an wie ein normales Gespräch, aber diese Struktur gehen die Prüfer durch. Und bei der Organisationswahl geht es darum, herauszufinden, hast du dich denn mit der Polizei beschäftigt? Hast du dich wirklich mit der Polizei Bayern beschäftigt? Und auch bei dem Präsidium, wo du dich beworben hast. Denn hier wollen sie natürlich ganz genau wissen, hast du dich einfach nur so beworben oder hast du dich mit der Polizei und auch mit deren Aufgaben im Detail auseinandergesetzt und da prüfen sie dich an diesem Punkt. Danach kommt es zu den biografischen Fragen und die biografischen Fragen sind Eigenschaften, die die Polizei haben möchte. Da geht es zum Beispiel darum, bist du selbstsicher, hast du psychische Belastbarkeit, bist du kooperationsfähig. Das sind zum Beispiel Eigenschaften, die sich die Polizei Bayern wünscht und hier werden sie mit Fragen dich versuchen, aus der Reserve zu locken und einfach zu verstehen, bringst du diese Eigenschaften mit. Nachdem du die biografischen Fragen überstanden hast, kannst du dich erstmal sozusagen zurücklehnen, denn jetzt geht es in den Teil, wo dir Infos geliefert werden zum Polizeiberuf, zu deiner zukünftigen Tätigkeit bei der Polizei Bayern. Insbesondere natürlich, wenn du eine Selbstvorstellung schon mal gesagt hast, hey, die und die Richtung ist interessant, dann können sie dir hier interessante Einblicke liefern und werden dir Infos zu deiner zukünftigen Tätigkeit geben. Du solltest dich aber keinen Fall zu weit zurücklehnen, denn der siebte Teil, das ist der besonders spannende Teil, ist die Wenn-Dann-Phase. Die Wenn-Dann-Phase beschreibt die Phase, wo dir Situationen vorgegeben werden und du musst nun entscheiden, wie würdest du handeln. Beispielsweise könnte das so aussehen, mal angenommen, du bist unterwegs und du siehst, jemand macht zum Beispiel die Bushaltestelle kaputt. Wie würdest du dich dann verhalten? Also wenn ist das Szenario, wenn das und das passieren würde, wie würdest du dich dann verhalten?
die Wenn-Dann-Phase. Und hier kann es sein, dass sie wissen wollen, wie würdest du dich als normaler Bürger sozusagen verhalten. Es kann sein, wie würdest du dich als Polizist verhalten im Einsatz. Es kann aber auch sein, wie würdest du dich als Führungskraft innerhalb der Polizei in einem sozusagen innerpolitischen Rahmen verhalten. Da können die Fragen sehr, sehr vielfältig sein. Aber hier hast du enorme Vorteile, wenn du dich vorbereitet hast. Und wenn du so ein paar Insider-Tipps kennst, was du hier sagen kannst, dann wirst du hier sehr, sehr gute Punktzahlen erreichen. Zu guter Letzt kommt der Abschluss, das ist dann der Abschluss deines Gesprächs, aber in vielen Fällen auch der Abschluss dieses ganzen Testtages. Denn das multimodale Interview kann als erstes kommen, ist aber in den meisten Fällen der letzte Punkt diesen Tages, weil wenn du hier zum Beispiel außerordentliche gute Ergebnisse erzielt hast, dann kann es sogar sein, dass beim Abschluss vom Gespräch du sogar direkt erfährst, dass du eine Direktzusage hast. Die Blakos Akademie, einer der führenden Gesellschaften im Bereich Einstellungstest für Polizisten, hat mit mir zusammen einen Kurs erstellt, wo man dich perfekt auf das Polizei Bayern Einstellungsinterview, aber auch auf die Gruppendiskussion vorbereitet. Und in diesem Kurs wirst du die ganzen Tricks und Kniffe lernen und die perfekte Vorbereitung haben, dass du den Direkteinstieg in die Polizei Bayern schaffst. Dementsprechend schau mal in dem Link oben vorbei, da habe ich dir den Kurs mit verlinkt. Da werde ich dir viele, viele weitere wertvolle Tipps liefern, damit du den Direkteinstieg schaffst. Vielen Dank fürs Zuschauen, dein Finanzkorb Kai Buczynski.